Okay, Moment, Moment, Moment. Nein, geh runter. Moment, 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 Moment. So, ihr seht nichts. Cool, wie das geklappt hat. Awesome. Oh, ich bin gerade voll happy. Wie cool. Wie cool, wie cool. Rauchbombenbeutel erhalten. Yay. Yay, 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 yay. Okay, hier waren doch noch irgendwo Schätze. Sollen wir den noch holen? Nee, das sind eh so viele hier in dem Gebiet. Vielleicht mache ich das irgendwann mal alleine. Ich hier nochmal alles abgras. Ich würde sagen, in der Stadt nehmen wir noch ein paar mit. Aber ansonsten... Ich würde jetzt hier gerne noch das Rennen machen und dann machen wir Schluss. Und dazu brauchen wir halt Pferd. Und wir müssen uns irgendwie wieder beliebter in der Stadt machen, weil ansonsten werden wir da jetzt gleich wieder rausgejagt. Das wäre nicht gut. Nicht gut. Dann gehen wir mal da vorne rein. Boah, wie cool das aussieht. Müsst ihr doch jetzt mal echt zugeben. So im Mondenschein. Genau, wir gehen jetzt von vorne in die Stadt und wenn ich mich recht erinnere, war da so ein Harold, Herold, wie auch immer. Der Herold ist da rumgestanden und den fragen wir jetzt heute mal, ob er uns nicht ein bisschen helfen kann. Okay, wo war denn der? Oh, da ist ein Poster von mir. Moment. Ich will mein eigenes Poster. 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 So. Poster. Dann machen wir das halt wieder mit dem üblichen Poster abreißen. Da habe ich auch nichts gegen. So, hier hoch. Ich bin schon wieder unten. Bin ich wieder unten, bin ich wieder unten, bin ich wieder unten. Hast du nichts gesehen. Ich sehe alles gut. Und du kannst nichts rückgehen machen. Sind wir halt alle Freunde. Außer ich und die da drüben. Wäre so schön. Einfach nur so ein Bodycheck nach vorne. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Ich will Gerechtigkeit, aber eine gerechte Welt ohne euch, wo ihr mir nicht um die Nerven geht. Wo? Ah, da. Ihr habt nichts gesehen. Ich hasse euch, widerliche Fremdlinge. Denkt immer, dass ihr es besser wisst. Besser. Nochmal, und du bist tot. Ach nö. Ah, wie mir hier alle auf die Nerven gehen. Alle! Alle miteinander! Warum so grob, Ragazzo? Ich bin euer Freund. Nein! Ihr seid nicht mein Freund, ihr seid doof. Ihr habt mich jetzt schon... Ah! So, jetzt haben wir aber wieder weiße Weste. Endlich! Okay. Das ist mir immer ganz lieb in Assassin's Creed, wenn uns da nicht bei jeder Gelegenheit irgendwer anmotzt. Jetzt müssen wir hier nur noch kurz runter. Oh, was ist denn? Wollen wir der helfen? Komm, wir helfen mal der hier. Eine delikate Angelegenheit. Aber sehr wichtig. Könntet ihr meinen Hornochsen von Gatten überzeugen, nach Hause zu kommen und dort zu bleiben? Bitte. Oh, die Mission habe ich schon mal gemacht. Ey, die machen wir wann anders. Oh, wird jetzt gleich die komplette Erinnerung abgebrochen. Super. Ich will jetzt nur das... Bitte lass uns... Ah, okay, doch, fangen wir wieder hier an. Moment, nee. Ich will jetzt lieber das Dachrennen machen und dann mache ich mal eine Pause. Oder mal gucken, wie es mir danach geht. Wenn ich dann noch Lust habe, dann helfen wir der Guten natürlich noch, indem wir ihren Ehemann verprügeln. Aber jetzt erstmal wieder Action, Jumping, Running, Power. Oh, Schatz. Hallo. Und wir müssen, glaube ich, mal in die Villa und Claudia das ganze Geld abnehmen. Ich habe so das Gefühl, dass das bei jedem Spielstand neu geladen wird. Kann das sein? Weil dann hätten wir irgendwie schon voll viel Geld verschwendet, was ungut wäre. Hi. Schätze, wir sollten ihn festnehmen.
So, wo ist denn der Renntypi? Ah, der war, glaube ich, auf so einem Turm irgendwo. Entschuldigung. Ah, hier waren wir doch heute auch schon ein paar Mal. Wird es eigentlich auch nochmal irgendwann Tag? Hier ist es irgendwie die ganze Zeit Nacht. Da hinten ist noch eine Codex-Seite. Oh. Aber jetzt erstmal... Ah, da hinten ist so ein runder Turm. Ich glaube, da war der drauf. So, Moment. So. Noch 53 Meter. Ah, da hinten. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. I see you. I see what you do there. Und hoch. Tour in der Villa ist... Nein! Okay, wir müssen innerhalb der nächsten 20 Minuten sofort zur Villa. Mach hinne, Mann! Ich hab nicht so viel Zeit. Ich kann jeden Mann hier schlagen, wenn es ums Tempo geht. Ja, ich auch. Man sagt, ihr wärt ein echter Gegner für mich. Ja, klar. Ich habe außerdem nur 20 Minuten. Denn ansonsten kriegt Claudia unsere Kohle. Na, das geht noch schon mal gut los. Wo? Ah, da, okay. Und hepp und hüpp. Und heavily, doubly, doubly. Hui, hui, hui. Und hoch. Und da hoch. Oh nee, da sieht uns irgendwer. Nein! Ach, das war so klar. Und jetzt sind uns die Wachen auch noch auf den Fersen. Das ist ja normal. Das wäre das was Neues. Ha. Ich muss hier ein Dachrennen gewinnen. Ihr könnt mich jetzt nicht verfolgen. Ah, da unten. Okay. Wir haben noch eine Minute und gerade mal die Hälfte. Naja, noch nicht mal. Diesmal will ich nicht von der Häuserwand fallen. Okay, noch eine Minute und noch 9 Teile. Hallo! Niemals! Leben kriegt ihr mich nie, außer ich schaffe die Ringe nicht. Ah! Oh, da unten. Hui! 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 Und hoch! Komm schon, geh hoch! Nicht da hoch. Da drüben sollst du hochklettern. Ah, das schaffen wir doch niemals. Nee, das schaffen wir wirklich niemals. Verdammt! Vergiss es! Okay, noch 5. Kommt schon. Das wäre so schön. Und einfach nur alle Wachen am Arsch. 10. Nein, nur noch 3. Okay, nee, das schaffen wir nicht. Buh! Nein! Damn you! Es wäre ja auch mal was Neues gewesen, wenn das beim ersten Versuch geklappt hätte. Oh, und mir ist mein Fuß eingeschlafen. Wenn der Konter versagt, okay. Na, diesmal gehen wir hier rum. So, darum. Dann hier hinten hoch. Und hier hoch. Okay, das läuft doch schon ein bisschen besser. Vor allem, weil wir jetzt nicht mehr diesen Startding haben. Okay, dann gehen wir hier ausnahmsweise mal darum. Hier hoch. Darüber. Es läuft. Und ich mag die Musik, by the way. Aber das habe ich ja, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt. Nicht, dass ich da mitgesungen hätte oder ähnliches. Da drüben ist übrigens eine Feder. Das ist mir beim ersten Mal auch schon aufgefallen, aber da habe ich sie auch nicht geholt. Ach, da drüben wäre, glaube ich, noch so ein Ding gewesen, wo wir hätten rüberkommen. Na, egal. Okay. Schon wieder nicht mehr so viel Zeit hier. Irgendwas mache ich falsch. Ja, ich glaube, da hinten, weil ich immer so ein bisschen Abkürzungen nehme. Nicht Abkürzungen, da unten. Und jetzt hier hoch gleich. Entschuldigung, ich muss nur durch. Es geht darum, den Rekord von einem Dieb zu schlagen. Das verstehst du nicht. Okay, jetzt haben wir noch eine halbe Minute und nicht mehr 10 Sekunden wie beim letzten Mal. Das muss doch besser gehen jetzt. Okay, Ezio, lauf! Entschuldigung. So, so, so. So. Ja.
So. Und hoch mit dir. Ich glaube, das kostet uns gerade Zeit, wenn wir oben rumgehen. Kann das sein? Ja, okay, nur noch. Wow, okay, jetzt. 3, 2 und yes! Fucking yes! Und jetzt erstmal ausruhen. Das lief doch gut. Kann man nichts gegen sagen. So, und jetzt gehen wir Claudia das Geld abnehmen. Sieht das gar nicht ein, dass sie da irgendwas kriegt. Wo ist die? Da ist die Reisestation. Ich will reisen! Nach Hause! Geld! Villa! Moment. Kann ich da auch direkt... Oh, schade. Ich dachte, ich kann da jetzt irgendwie... Ich kann da nur für die Tür reisen. Ich dachte, ich könnte jetzt direkt irgendwie in mein Zimmer nach Hause reisen. Direkt vor die Truhe. Ach, und Tauben weisen übrigens auf einen Vorsprung hin, auf dem man einen Todessprung ausführen kann. Na! Snow White, wie ich das Pferd gerade getauft habe, weil es weiß ist. Und Schimmel ist ein doofer Name für ein Pferd. Ach, wir können es echt nicht mit reinnehmen. Schade. Ich glaube, das habe ich schon mal probiert und es ging nicht, gell? Ihr müsst lockerer werden, Freunde. Ich schüchte. Dumm, dumm, dumm. Aber die Stadt sieht schon viel schöner aus, muss man sagen. Können wir schon stolz auf uns sein. Und wenn wir jetzt das Geld aus der Truhe noch holen, können wir die Stadt noch viel schöner machen. Oh, es leckt gerade voll. Ach, ich glaube, da ist gerade ein... Ja, ich habe gerade auch ein anderes Programm offen und das ist natürlich jetzt gerade fertig geworden. Das merkt man daran, dass der Computer so am Rumrödeln ist. Jetzt machen wir noch den Architekten. Buongiorno. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja. Schau mal an. Okay, Bankschmied, Arzt, Bordell. Bordellos, Minos, Kirche, Militärkaserne, Diebesgilde. Okay, dann machen wir als nächstes das Bordell. Die Minen. Da können wir dann, glaube ich, auch reingehen. Wieder tolle Brunnen. Diebesgilde. Die Militärkaserne noch. Ach komm, geben wir gleich alles aus, weil wir heute so großzügig sind. Schmied. 7000, verdammt, haben wir nicht mehr. Bank steigert den Wert der Stadt enorm. Dann tun wir das doch. Buon viaggio. So. Ja, da haben wir doch ordentlich was geschafft, oder? So, schauen wir mal, wie sieht denn unsere Stadt jetzt aus? Immer noch gleich, oder? Ich will gerade noch was ausprobieren. Wie sind wir nochmal hier hochgekommen? Mal gucken, ob ich dann in der nächsten Aufnahme auch auf dem Dach starte. Ich glaube zwar nicht. Das wäre cool. Ist schon doch schön, die Villa. Kann man nichts sagen. Na gut, mit dieser schönen Aussicht sage ich bis zum nächsten Mal. Oh, wir sind schweinearm. Wir müssen am nächsten Mal wieder ein bisschen Geld scheffeln gehen, ein paar Schätze abklappern. Und dann werden wir auch das Attentat auf hoffentlich Jacobo oder Jacobinius machen. Bis dahin. Tschüssi.